Ja, hallo zum Labor Generative KI in der Softwaretechnik, weil ich das diese Woche mit dem Feiertag kaum anders hinkriege, aber jetzt doch mal mit der Veranstaltung anfangen wollte, dachte ich, nehme ich das, was ich mir so vorgenommen hatte, zum Einstieg zu sagen, einfach als Vorlesung für euch auf. Ihr schaut euch das dann an und der Plan ist, dass wir dann jetzt ziemlich schnell diese Woche dann noch das erste Übungsblatt nachreichen und Literatur zum Lesen und da dann halt über Discord einfach klären, wie wir weiter vorgehen. Also beziehungsweise Vorgehen ist klar, ihr kriegt das Blatt, ihr bearbeitet das, aber wir dann halt über Discord oder auch im Büro einfach für Fragen zur Verfügung stehen. Und ja, wir das da dann relativ spontan handeln. Also jetzt diese Vorlesung könnt ihr euch anschauen. Wir nennen euch dann zusätzliche Literatur und das erste Blatt kommt dann in den nächsten Tagen. Generative KI in der Softwaretechnik. Wie kam ich auf das Thema? Warum machen wir das? Wenn man da mal ein bisschen bei Google sucht, findet man ziemlich schnell sehr viele sehr ähnliche Headlines. Softwareentwickler weisen höchste Betroffenheit gegenüber generativer KI auf. Zeitungsartikel von vor einem guten halben Jahr in der FAZ, wo geschaut wurde, welche Jobs kann generative KI besonders gut entwickeln. Und da waren eben hier in der ersten Zeile Software Entwickler und auch in der zweiten IT und in der vierten Informationsdesign wurden als sehr, sehr hoch betroffen eingesehen. Also Schlagzeile: Softwareentwickler werden durch generative KI in der nächsten Zeit ersetzt werden. Ganz viele ähnliche Nobelpreisträger waren KI-Auswirkungen. Auf diese Jobs solltet ihr langfristig nicht setzen. Und da war gerade Informatik eins der genannten. Stability AI-Gründer: In 5 Jahren gibt es keine Programmierer mehr. Im Handelsblatt etwas freundlicher. Die Frage als Frage formuliert zumindest: Läutet KI das Ende des Programmierens ein? Programmierer haben ausgedient. ChatGPT will replace programmers within 10 years. Und so weiter und so fort. Ist euch garantiert auch alles schon häufig genug untergekommen, diese Schlagzeilen. Natürlich sind solche Schlagzeilen dann auch immer etwas übertrieben. Da soll man ja auch draufklicken. Und Leute, die sich besonders pointiert äußern, werden dann besonders gerne zitiert. Aber sogar in unseren eigenen Reihen, hier jetzt eine Schlagzeile aus den Communications of the ACM: The end of programming, the end of classical computer science is coming and most of us are dinosaurs waiting for the meteor to hit. Also hier ist dann im Endeffekt vertritt Matt Welch, der Autor dieses Artikels, dann nicht die Meinung, dass es keine Programmierer mehr geben wird, aber dass sich dadurch, dass es jetzt generative KI gibt, massiv viel ändern wird, was wir als Programmierer für Aufgaben haben werden und wie wir arbeiten werden. Und die Motivation ist dann wahrscheinlich für euch eine ähnliche wie für mich. Die Sachen sind jetzt da und man kann Zweifel haben, ob manche der ganz knalligen Schlagzeilen wirklich so zutreffen werden. Tun sie normalerweise nie. Aber sich da in irgendeiner Form mit auseinanderzusetzen, ist, denke ich, mehr als angemessen. Und generative KI ist tatsächlich auch gut genug, dass diese Aussicht, wie wir als Programmierer arbeiten, was unsere typischen Aufgaben sein werden, dass sich das massiv ändern wird. Dass deutlich mehr Code, als es das jetzt schon möglich ist, in Zukunft automatisch generiert werden wird und nicht mehr kompliziert in irgendwelcher modellgetriebenen Entwicklung, sondern viel, viel einfacher durch natürlich sprachliches Querying von Large Language Models und dass sich unsere Aufgaben immer mehr hin in Richtung Code lesen, Code überprüfen,
Queries, also Prompts an die Large Language Models optimieren und solche Sachen, dass sich genau unser Aufgabenspektrum da verschieben wird. Und in der Veranstaltung war meine Motivation, mir das einfach mal anzugucken. Ich bin kein Experte für KI, generative KI, sondern da auch einfach Nutzer und auch noch kein so umfangreicher Nutzer, aber habe mir gedacht, das Thema ist so wichtig, dass es doch mal die optimale Gelegenheit ist, da auch mehr in einer Lehrveranstaltung das selbst anzuschauen und damit euch gemeinsam zu lernen. Und wir wollen jetzt einfach ausprobieren in dieser Veranstaltung, wie kann man denn generative KI für welche Aufgaben im Software Engineering schon einsetzen und wie gut klappt das? Genau, diese organisatorischen Sachen, die ich mir da mal überlegt hatte und jetzt vergessen habe rauszulöschen, die haben sich ja alle erledigt, wie ihr wisst. Wobei es bleibt, die Prüfungsleistung wird aus der Bearbeitung von Größenordnung 6 Übungsblättern bestehen, wo ihr verschiedene Aufgaben aus dem Software Engineering angehen sollt, mit Hilfe von generativer KI und darüber Laborberichte führen sollt. Was wir in dieser Veranstaltung machen werden, ist, ich werde jetzt in dieser Vorlesung, die ihr euch dann anschauen könnt, eine Kurzeinführung in generative KI geben, in Large Language Models und ihre Parameter. Und der zweite Teil, das Prompt Engineering, das werden wir dann euch überlassen, werden euch da auf Literatur hinweisen, die ihr euch anschauen sollt. Und den Rest des Semesters wird es dann darum gehen, generative KI in der Softwaretechnik einfach praktisch einzusetzen. Da werden wir uns verschiedene Sachen anschauen: Code-Generierung, Testentwicklung, Code-Verständnis, Code-Übersetzung, Refactoring, Debugging, das sind alles Möglichkeiten. Hier könnte deine Lieblingstätigkeit in der Softwareentwicklung stehen. Wie gesagt, also wir haben durchaus für manches schon einen Plan. Wir haben ein paar Sachen, die uns interessieren, die wir mit euch gemeinsam da ausprobieren wollen. Was auf jeden Fall gesetzt ist, ist da mal da KI auch zum Testen einzusetzen auf verschiedene Arten und Weisen. Das ist so ein zentrales Thema der Softwaretechnik. Das sollte auf jeden Fall vorkommen. Das werden wir machen. Wir hatten auch schon Ideen, auf jeden Fall für Refactoring, Code-Übersetzung, das kommt also wahrscheinlich. Aber wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr sagt, hier würde ich gerne mal das einfach ausprobieren, das ist ein Thema, das mich interessiert und fände ich spannend, kommt auf uns zu. Wie gesagt, für mich ist das auch eine Lehrveranstaltung, wo ich mir die Sachen selbst beibringen, wo ich mir selbst einen Überblick verschaffen will, wo ich dann vielleicht eine Woche oder einen Monat Vorsprung vor euch habe oder ihr bestimmt auch schon manche Sachen ausprobiert habt, die ich noch nicht ausprobiert habe. Wir sind hier recht frei, gerade in so einer kleinen Gruppe können wir auch schön zusammen lernen. Also wir sind da sehr offen. Wir kriegen die Aufgaben für euch auch so gefüllt, aber wenn ihr mit irgendetwas ankommt, genau, wie gesagt, wir sind da offen, sagt uns Bescheid, sagt uns einfach früh genug Bescheid, dass wir das vernünftig vorbereiten können, dass wir da selbst nochmal nach Literatur suchen können, aber dann können da eure Wünsche auch sehr gerne zu welchen von diesen Übungszetteln werden. Auch das Konzept hat sich dadurch, dass wir so wenige sind, etwas geändert, ist etwas überholt. Heute werde ich auf jeden Fall diese Kurzeinführung zu generativer KI aufnehmen, die ihr euch dann eben gerade anschaut. Fokus sind Large Language Models. Und was ich dann gegebenenfalls in weiteren kurzen Videos oder auch bei Präsenztreffen, die wir dann spontan absprechen, was ich dann immer wieder gerne präsentieren will,
ist eine Einführung zu den behandelten Themengebieten. Also dann nochmal was zu testen oder zu Refactoring, zu den Hintergründen zu erklären, dass ihr in dieser Veranstaltung einfach nochmal einen tieferen Einblick auch in typische Themen des Software Engineerings bekommt, die vielleicht bisher in euren Vorlesungen auch noch nicht so aufgetaucht sind. Also dass wir euch dann nicht einfach losschicken und sagen, hier ist ChatGPT, benutzt das mal, um gute Tests für ein Projekt zu entwickeln, sondern vorher euch auch noch mal ein bisschen was an die Hand geben, noch mal tiefer, als das jetzt in den einführenden Softwaretechnik-Veranstaltungen stattgefunden hat. Was sind denn überhaupt gute Tests und wie messe ich, ob eine Testsuite gut ist oder nicht? Was gibt es da für Metriken? Genau, also solche Sachen werde ich auf jeden Fall in die Veranstaltung reinbringen. Und genau, mit den Treffen, wie angekündigt, das werden wir nach Bedarf machen. Wir wollen das jetzt nicht komplett remote machen. Es wäre schon schön, sich da auch immer wieder mal zusammenzusetzen. Aber das werden wir dann halt eben in dieser kleinen Runde nach Bedarf abklären. Da wird es solchen Input von mir geben, wenn ich denke, wir brauchen gerade so einen Input, aber wir finden keinen gemeinsamen Termin spontan. Dann werden es auch manchmal Videos. Ähnlich wird das von Clemens Seite laufen, mit praktischen Demonstrationen, euch da vielleicht mal eine API von einem LLM zu zeigen oder zu zeigen, wie man da bestimmte Sachen automatisieren kann oder sowas. Auch da entweder halt in den gemeinsamen Treffen oder zur Not auch mal per Video. Und also gerade ich fände es auch spannend, wenn wir bei diesen Treffen dann mal durchgehen, dass ihr uns auch ein bisschen erzählt, was hat denn gut geklappt beim Ausführen dieser Übung, was hat nicht so gut geklappt. Prüfungsleistung ist das praktische Lösen von Problemen aus der Softwaretechnik unter Verwendung generativer KI. Das sind eben diese ungefähr 6 Zettel werden es werden, die ihr bearbeiten sollt, die wir dann benoten werden. Möglicherweise nehmen wir den ersten noch von der Benotung aus. Das haben wir noch nicht endgültig entschieden, aber genau, diese Aufgaben, daraus wird sich eure Noten ergeben. Und eure Aufgabe wird es jeweils sein, diese Experimente, die ihr durchführt, halt dann in ausführlichen Berichten zu dokumentieren. Das ist der zentrale Inhalt der der Vorlesung. Das ist die Prüfungsleistung, eigenständig diese generative KI zu verwenden und das, was man gemacht hat, zu dokumentieren. Und das ist auch das, wie wir das bewerten werden. Auf eine gewisse Art und Weise sind die Sachen, die ihr machen werdet, nicht vergleichbar. Wir wollen euch bis zu einem gewissen Grad Freiheit lassen, welche generative KI ihr benutzt. Und da wird es Unterschiede geben. Vielleicht bezahlt jemand von euch auch für den Zugang zu irgendeinem Large Language Model, aber wir wollen natürlich niemanden in dieser Vorlesung verpflichten, das zu tun. Dann wird es komplett unvergleichbar, weil die also die Versionen, für die man bezahlen muss, deutlich mehr leisten können, oft als die kostenlosen. Aber wenn jemand da Zugriff auf eine beste Version hat, wollen wir es natürlich auch nicht verbieten. Also von dem her ist das schon unvergleichbar. Kommen wir gleich auch noch ein bisschen genauer zu, hängt von sehr, sehr viel, von der Ergebnisqualität, hängt an der Prompt, die ihr geschrieben habt. Und wenn ihr dann auf zwei völlig unterschiedliche Arten und Weisen, das LLM promptet, können eure Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen. Und Ziel dieser Veranstaltung ist es nicht, dass ihr mit dem LLM es hinbekommt, die Aufgabe an sich möglichst gut zu lösen und wer am Ende die beste Testsuite hat oder den besten Code generiert hat oder was auch immer, der bekommt die beste Note.
Wir freuen uns, wenn wir es schaffen, da Ergebnisse hoher Qualität zu erzielen. Das ist prima, aber Bewertungsgrundlage ist eher, habt ihr das, was ihr gemacht habt, nachvollziehbar dokumentiert? Habt ihr gut dokumentiert, welche Prompts ihr benutzt habt? Habt ihr gut dokumentiert, warum ihr auf eine andere Art des Promptings gewechselt habt oder wie ihr, also was ihr mit einer ersten Art von Prompt für Ergebnis bekommen habt und warum ihr damit noch nicht zufrieden wart und wie ihr deswegen für die nächste Prompt angepasst habt. Also, dass ihr diese Sachen gut erklärt und da gute Ideen habt. Und dann kann es passieren, dass die Idee sinnvoll klingt und nicht zum Ziel geführt hat und jemand anders hat eine andere Idee, die klang auch sinnvoll und die hat zum Ziel geführt und dann kriegt ihr beide die gleiche Note, solange ihr gut erklärt, was die Idee hinter eurem Vorgehen war und euer Vorgehen gut dokumentiert. Also es geht darum, dass ihr nachvollziehbar dokumentiert, was ihr macht, dass das, was ihr macht, gut begründet ist. Und dass ihr in der Lage seid, die Ergebnisse, die ihr von dem LLM zurückbekommt, in ihrer Qualität einzuschätzen. Also, dass ihr uns zeigt, ihr habt nicht einfach gesagt, ChatGPT, generier mir mal den folgenden Suchalgorithmus und habt das dann kopiert auf euer Abgabenblatt und das ist eure Abgabe, sondern dass ihr uns dokumentiert, wie habe ich warum meine Prompts geschrieben? Ich habe mir das Ergebnis angeguckt und kritisch durchgelesen und die folgenden Probleme festgestellt und deswegen habe ich meine Art und Weise zu prompten auf die folgende Art und Weise angepasst und danach war das Ergebnis schon in dieser Hinsicht besser, in jener aber noch nicht. Deswegen war mein nächster Schritt, also einfach dieses, die Schritte, die ihr gegangen seid, nachvollziehbar machen und uns zeigen, dass ihr mit den Ergebnissen, die ihr von der generativen KI bekommen habt, kritisch umgehen konntet. Denn da kommen wir auch noch zu, kann man sich halt nicht drauf verlassen, dass die immer korrekt sind. Was sollt ihr lernen? Umgang mit möglicherweise verschiedenen LLMs einüben. Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von LLMs in der Softwaretechnik besser einschätzen lernen, Techniken zur Qualitätssicherung und Qualitätsanalyse der Ausgaben von LLMs kennenlernen. Also das wollen wir durchaus dann auch auf späteren Blättern angehen. Kann ich vielleicht automatisch oder zumindest halbautomatisch irgendwelche Analysen durchführen, die mich warnen, wenn das, was das LLM da gemacht hat, mir zurückgegeben hat, keinen Sinn ergibt? Ziel ist durchaus auch, dass ihr weitere Themengebiete aus der Softwaretechnik kennenlernt und ihr sollt einüben, Experimente angemessen zu dokumentieren. Achtung, diese Lehrveranstaltung ist experimentell in mehrerer Hinsicht. Also zum einen, und den Fokus legen wir jetzt ja noch mehr darauf, wo wir so wenig sind. Zum einen geht es darum, dass ihr selbst Experimente durchführt. Zum anderen ist die Lehrveranstaltung in dem Sinne experimentell, dass auch Clemens und ich keine Experten für generative KI in der Softwaretechnik sind, aber einfach die Notwendigkeit gesehen haben, dass wir uns das in den kommenden Jahren sowieso beibringen müssen und es uns interessiert. Und dass es durchaus passieren kann, dass wenn ihr zu einem von uns kommt und uns da irgendwie eine Frage stellt zu LLMs, zu generativer KI, dass wir auch erstmal sagen müssen, ja gut, das ist eine interessante Frage. Und wir sind dann gerne bereit, uns das beizubringen, nach Papern zu suchen. Aber kann sehr gut passieren, dass wir euch dann auch mal auf nächste Woche vertrösten müssen, bis die Antwort kommt. Hat natürlich gewisse Nachteile, wenn man seine Informationen dann nicht von einem absoluten Experten bekommt, aber kann ja auch Vorteile haben, dass man da einfach auf einem ähnlicheren Level ist, dass man gemeinsam lernt
Und eben, dass es auch eine gewisse Freiheit gibt. Wir sind jetzt nicht festgefahren, wir haben nicht unseren absolut klare Struktur und Inhalte, die wir auf jeden Fall in euch reinprügeln wollen, sondern dadurch, dass das eben für uns selbst auch was Neues ist, wie gesagt, können wir das Curriculum auch gerne an eure Interessen anpassen. Also ich denke, das kann durchaus auch gewisse Vorteile haben, wenn wir uns manches einfach gemeinsam beibringen. Genau, jetzt nach diesen etwas lang gewordenen einleitenden Bemerkungen möchte ich eine kurze Einführung geben. Was sind Large Language Models? Das wird die Art von generativer KI sein, die wir in dieser Veranstaltung nutzen. Und ich habe das jetzt ja schon mehrfach gesagt, ich bin kein Experte. Ich habe mir durchaus auch mal in das ein oder andere Paper reingeschaut, in die Architektur von so einem Large Language Model. Aber ich habe selbst nie umfangreich mit neuronalen Netzen gearbeitet, die selbst trainiert. Das bedeutet also jetzt gerade zu dem Training, zu Architekturalternativen, Details der Architektur, das sind Sachen, da kenne ich mich auch nicht aus. Das brauchen wir für diese Veranstaltung als Nutzer aber auch nicht. Ist natürlich super, wenn man das weiß und je mehr man über Dinge weiß, die man benutzt, desto besser kann man sie oft auch benutzen. Aber man kommt auch ohne dieses Wissen schon sehr, sehr weit. Und wenn euch das Detailwissen interessiert, ist das total prima. Aber da würde ich dann eher auf die Veranstaltung von Bernhard Sick und Co. verweisen. Was wir uns anschauen, ist oberflächlicher, aber wird für das, was wir hier in der Veranstaltung machen, reichen. Large Language Models oder was man auch finden kann als Name Foundation Models sind extrem große neuronale Netze, die auf riesigen Datenmengen trainiert wurden. Also hier zwei Größen, die man trainiert schon lange neuronale Netze, man benutzt schon lange jede Menge Daten, um neuronale Netze zu trainieren, aber dass die neuronalen Netze so groß sind und die Datenmengen, auf denen sie trainiert sind, so riesig, das war bei diesen Large Language Models neu. Was macht ein LLM? Ein LLM sagt, welches das nächste Wort ist, was kommt. Also ein LLM kann als eine mathematische Funktion verstanden werden, das als Input eine Zeichenkette erhält und als Output einem eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür liefert, welches Zeichen als nächstes folgt. Das im englischen Raum, in Fachliteratur findet man das dann unter dem Begriff Next Word Prediction. Was hier vorausgesagt wird, das schauen wir uns gleich genauer an, ist auch nicht unbedingt das nächste Wort, sondern das nächste Token. Also gegeben eine Kette von Token, lernt ein LLM das nächste Token vorherzusagen, beziehungsweise eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über das mögliche nächste Token zu berechnen. Und man kann dann gemäß der Wahrscheinlichkeitsverteilung samplen und das nächste Token gemäß dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung halt einfach ziehen. Und Token kann viel sein, kann eben eine kurze Kette von Zeichen sein. Aber ein Token kann auch eine kurze Ton-, Video- oder Bildsequenz repräsentieren. Bis vor kurzem waren LLMs auf Zeichenketten eingeschränkt, aber die neueste Generation unterstützt auch andere Sequenzen. Das nennt sich dann Multimodality, also sowohl in der Ein- als auch in der Ausgabe. Können da nicht nur Zeichenketten, sondern auch Ton-, Video- oder Bildsequenzen übergeben werden oder auch generiert werden. Warum Next Word Prediction? Das klingt ja vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Warum interessiert einen das?
Was soll das? Zum einen erlaubt Next Word Prediction Training von solchen riesigen neuronalen Netzen auf riesigen Datenmengen. Das Problem, das man beim Supervised Learning immer hat, ist, oder wenn ich ein mit der Größe eines neuronalen Netzes steigt im Allgemeinen die Qualität. Also für komplexe Aufgaben gilt, wenn ich das Größe zählt, wenn ich das Netz groß machen will, wenn ich das Netz groß baue, wird die Qualität besser. Problem ist, je größer das Netz ist, je mehr Verbindungen zwischen diesen Neuronen sind, desto mehr Trainingsdaten brauche ich, bis ich all diese Gewichte, bis ich passende Gewichte für all diese Verbindungen, die ich dann zwischen den Neuronen habe, gefunden habe. Ich brauche also riesige Datenmengen, um ein großes neuronales Netz zu trainieren. Und im Supervised Learning ist das eine extrem schwierige Aufgabe, weil ich diese Daten labeln muss. Also haben wir uns alle schon eifrig beteiligt, irgendwelche Ampeln auf irgendwelchen Bildern gefunden. Also da braucht man dann einfach riesige Datensätze, wo man ein Bild hat und das dann eben klassifiziert in zeigt eine Ampel ja, zeigt eine Ampel nein. Oder zeigt ein Hund, zeigt eine Katze, zeigt eine Maus, wie auch immer. Und an diese Datensätze zu bekommen, diese zu erstellen, ist im Allgemeinen unheimlich aufwendig und teuer. Die Datensätze, die man hat, sind einfach nicht groß genug, um solche riesigen neuronalen Netze zu trainieren. Und dann müssen die händisch teuer entworfen werden, muss man halt die Menschen, die die designen, für bezahlen. Aber was wir zur Verfügung haben in unglaublicher Menge ist Text. Alle möglichen Bücher, die geschrieben wurden, das ganze Internet, da haben wir jede Menge Text. Und jeder Text erlaubt sogenanntes Self-Supervised Learning. Was ich bei Text ja einfach machen kann, ist da irgendwo abzubrechen. Und zu sagen, also ich gebe dir den Text A, ich mache die letzten drei Zeichen weg und frage dich, diese nächsten drei Zeichen vorherzusagen. Aber da ich ja den Originaltext habe, habe ich gleichzeitig auch die richtige Lösung. Ich kenne die letzten drei Zeichen, die ich entfernt habe. Also man kann aus jedem Text, kann man Trainingsinput für ein neuronales Netz generieren. Also jeder Text ist ein geeignetes Trainingsdatum für ein neuronales Netz, dem ich die Aufgabe des Next Word Prediction beibringen will. Ich kürze den Text einfach, blende in der Mitte oder am Ende gewisse Token aus. Und schon habe ich eine Trainingsdatei und habe die korrekte Lösung, nämlich den Originaltext. Ich kenne die Token, die ich ausgeblendet habe und nach denen ich das neuronale Netz gefragt habe, sie vorherzusagen. Und diese Trainingsdaten stehen natürlich in riesiger Menge vergleichsweise günstig zur Verfügung. Man muss halt einfach das Internet crawlen. Okay, das ist Punkt 1. Wenn ich Next Word Prediction als die Aufgabe nehme, die ein neuronales Netz zu erledigen hat, dann komme ich vergleichsweise günstig an sehr große Datenmengen dran, die ich für Self-Supervised Learning benutzen kann, wo ich also nicht händisch Trainingsdaten labeln muss. Und ein Modell, das gelernt hat, das nächste Wort vorherzusagen, lässt sich unheimlich vielfältig einsetzen. Weil wenn man da mal drüber nachdenkt, einen Teilsatz geliefert zu bekommen und den korrekt vervollständigen zu können, ist, wenn man diese Aufgabe erledigen kann, kann man unheimlich viele andere Aufgaben auch erledigen.
allgemein Generierung von neuen Inhalten, ausgehend von einer Beschreibung, wie dieser Inhalt aussehen soll, Zusammenfassung von Inhalten, Übersetzung von Text, Suche in Text. Was hier dann häufig der Trick ist, ist, dass halt die Prompt im Prinzip eine Aufgabenstellung ist, einen deutschen Text enthält und dann als Aufforderung übersetze diesen Text. Und typischerweise wird ein solcher Text dann halt eben zum Beispiel auf Englisch weitergehen und die Übersetzung enthalten. Also wenn ein Modell Next Word Prediction auf einem umfangreichen Textkorpus lernt, dann müsste es sowas wie Übersetzung automatisch können. Und das ist auch was, was man jetzt im Umgang mit LLMs gelernt hat. Im Prinzip lernt dieses neuronale Netz eine statistische Repräsentation von Sprache. Und was man beobachtet hat, ist, dass es in der Lage ist, dann gewisse Transferleistungen zu erbringen, dass es gewisse andere Dinge implizit auch gelernt hat. Eine der ersten Sachen, wo das jemand dann mal explizit gesagt hat, das war in einem Blogpost von OpenAI. Im Natural Language Processing hat man schon seit vielen Jahren Ansätze entwickelt, um sogenannte Sentiment Analysis durchzuführen. Dass man zum Beispiel einen Tweet als Eingabe bekommt und als Ausgabe haben will, ist der positiv, negativ oder neutral? Also welche Stimmung bringt er zum Ausdruck? Oder auch noch feiner mit noch mehr mit noch mehr Klassen. Ist der wütend? Ist der lustig? Also, das ist die Aufgabe der Sentiment Analysis. Sag mir, Eingabe ist ein Text und Ziel ist die Rückgabe, in der Rückgabe die Stimmung, die dieser Text zum Ausdruck bringt, automatisiert, ja, oder automatisiert die Stimmung zurückgeben zu können. Also das ist was, wo Natural Language Processing jahrelang dran arbeitet, spezialisierte Techniken für entwickelt hat und wo dann die OpenAI Menschen einen Blogpost drüber geschrieben haben. Ich glaube, das war noch basierend auf GPT-2, müsste ich nochmal nachschauen. Naja, auf jeden Fall, wo sie diese Beobachtung gemacht haben. Wir haben jetzt hier unser Large Language Model entwickelt. Eigentlich wurde es trainiert auf die Aufgabe der Next Word Prediction, aber wenn wir jetzt hergehen und da einfach Tweets reinfüttern und fragen, welche Stimmung wird hier zum Ausdruck gebracht, dann vervollständigt eben das LLM diese Prompt und was es tut, ist tatsächlich eine Sentimentanalyse dieses Tweets, mit dem ich gepromptet habe, zu erbringen. Also die empirische Beobachtung, wir bringen diesen Modellen statistische Repräsentation von Sprache bei, aber tatsächlich in irgendeiner Weise scheint ein gewisses Transfer Learning stattzufinden. Ich kann es für andere speziellere Aufgaben auch einsetzen. Was zeichnet LLMs aus? Zum einen ihre Größe. Die Anzahl der Parameter. LLMs sind neuronale Netze mit extrem hoher Anzahl an Layern und Knoten. Inzwischen sind wir da in den Billionen. Also das ist, da ist schwierig, weil sich Google und OpenAI und Anthropic und wen es da noch so alles gibt, da extrem bedeckt halten, was die Architekturdetails angeht. Aber Schätzungen sind, dass wir da bei den modernsten Modellen Gemini 1.5, GPT-4, dass wir da in der Billionenanzahl sind und auch in hoher Billionenzahl. Also riesige neuronale Netze. Large Language Models zeichnet auch ihr Trainingsprozess auf.
dass sie also auf diesen riesigen Datenmengen trainiert werden, also das Internet gecrawlt wird und diese riesige Menge an Text eben der Korpus ist, auf dem sie trainiert werden, Next Word Prediction durchzuführen. Und dass wir hier eine aufwendige Trainingsstruktur haben. Dass erst eine Phase dieses Self-Supervised Learnings stattfindet, auch Pre-Training genannt, wo eben das LLM auf die Aufgabe trainiert wird, das nächste Wort bzw. präziser das nächste Token korrekt vorherzusagen. Und danach findet nochmal Feintuning statt. Und das mit händisch entworfenem Trainingsmaterial. Ja, da wollte ich gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter was zu sagen. Ja. Dann, was zeichnet Large Language Models noch aus? Der sogenannte Attention Mechanism oder auch Transformer Architecture. Das ist eine spezielle Architektur von neuronalen Netzen und die ermöglicht es, dass so ein Large Language Model bei der Verarbeitung von einer Eingabe in der Lage ist, Beziehungen zwischen verschiedenen Zeichen der Eingabe zu erkennen. Und zu erkennen, dass das wichtig ist, wenn das eine Zeichen vorkommt und das andere zusammen vorkommt, dass das wichtig ist, dass deren Bedeutungen sich dann gegenseitig beeinflussen. Und zwar auch dann, wenn diese Zeichen weit voneinander entfernt sind. Und auch, wenn sie weit von der zu berechnenden Ausgabe entfernt sind. Dass also auch, wenn ich eine sehr lange Prompt schreibe, auch Zeichen, die am Anfang stehen, die Ausgabe beeinflussen können. Genau, und allgemein erkannt werden kann, wie Zeichen einander gegenseitig beeinflussen. Es gab schon vorher Architekturen für neuronale Netze, die das ermöglicht haben, aber dieser Attention Mechanism, diese spezielle Architektur, hat es ermöglicht, die Netze, die so etwas können, effizienter zu trainieren und effizienter zu prompten. Und das war dann ein ganz großer Durchbruch. Wurde von Google in einem Paper 2017 vorgestellt und dient als Ausgangspunkt für die Architektur von den ganzen modernen LLMs. Also die man weiß dann zum Teil natürlich nicht exakt, was für eine Architektur sie verwenden, aber diese Idee ist da überall in irgendeiner Form mit eingebaut. Genau, dann gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch, was denn so passiert, wenn wir ein Prompt an eine LLM senden. Also ein LLM empfängt typischerweise eine Sequenz von Characters als Input und generiert eine Sequenz von Characters als Output. Wie gesagt, für die modernsten Varianten stimmt das nicht mehr ganz, weil dann plötzlich ja, die Sequenz auch Token, also andere Dateien wie Ton, wie Video oder so etwas enthalten kann, so etwas generiert werden kann. Für den Output Programme aufgerufen werden können. Aber genau, jetzt für unsere Veranstaltung reicht erstmal, wir haben eine Sequenz von Charaktern als Input. Das wird dann oft die Prompt genannt. Und das LLM generiert eine Sequenz von Charaktern als Output. Und der grobe Ablauf ist, dass die Eingabesequenz zunächst in sogenannte Token zerlegt wird. Wir haben also eine Sequenz von Token. Intuition ist hier, dass Token das Alphabet des LLMs sind. Dann wird jeder Token auf einen Vektor in einem hochdimensionalen Vektorraum abgebildet. Das nennt man Embedding. Und die Intuition hier ist, dass diese numerische Repräsentation des Token, die
dass wir hier eine numerische Repräsentation des Token haben, die die Semantik bewahrt und gleichzeitig abspeichert, an welcher Position in der Eingabesequenz dieses Token vorkam. Dann durchlaufen diese Vektoren verschiedene Layer im neuronalen, in diesem LLM, sogenannte Attention Heads und Feed-Forward neuronale Netze. Und die Intuition hier ist, dass hier die eigentliche Rechnung, die eigentliche Magie stattfindet. Hier wird auf jeden Vektor übertragen, was er im Kontext derjenigen Vektoren bedeutet, die vor ihm vorkommen. Und dann wird aus jedem Vektor eine Wahrscheinlichkeitsverteilung abgeleitet, welcher Token als nächster nach ihm drankommt, gegeben die Vektoren, die vor ihm vorkommen. Und der letzte Token, also der Vektor, der seinen Ausgangspunkt beim letzten Token der Eingabesequenz hat, den nehmen wir dann als Grundlage der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sich aus, also den nehmen wir als Grundlage für die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir dann benutzen, um den nächsten Token zu bestimmen. Und dieser Token wird dann an die Eingabe angehängt und als neue Eingabe an das LLM geschickt. Also das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Gemini, ChatGPT und Co. schon verwendet habt, dass hier der Text nach und nach erscheint und der wird tatsächlich auch nach und nach generiert und ausgerechnet. Also es wird Token für Token berechnet und dann der Token eben an die Eingabe drangehangen und dient dann, diese erweiterte Eingabe dient dann, um wieder das als Eingabe, um wieder das nächste Token zu berechnen. Was sind Token? Was ist Tokenization? Also eben schon angedeutet, Token sind das Alphabet, mit dem ein LLM arbeitet. Und was hier passiert, ist, dass ein Textkorpus aufgeteilt wird in Zeichenketten, die häufig so auftauchen in diesem Textkorpus. Ich weiß nicht genau, wie jetzt zum Beispiel Google oder OpenAI ihren Tokenizer implementiert haben, aber ein Standardvorgehen, jetzt einen Tokenizer zu entwickeln, ist das folgende. Ich lege fest, wie groß mein Alphabet sein soll. Also wie viele Zeichen will ich zur Verfügung haben. Je mehr ich habe, desto ausdrucksmächtiger werde ich. Je mehr ich habe, desto größer, desto mehr Parameter muss aber auch mein neuronales Netz haben, desto aufwendiger wird also auch der Trainingsprozess. Desto teurer wird es, das LLM zu verwenden, weil das eben die Dimensionen der Matrizen bestimmt, mit denen wir da arbeiten. Also ich berechne im Endeffekt ja eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über den nächsten Token. Und also das sind alles Vektoren. Wenn ich 5000 Token zur Verfügung habe, hat dieser Vektor 5000 Einträge. Wenn ich 100.000 Token zur Verfügung habe, hat dieser Vektor 100.000 Einträge. Das macht das Ganze natürlich teurer. Aber gerade wenn ich verschiedene Sprachen unterstützen will und Platz für all die Zeichen brauche, brauche ich natürlich ein großes Alphabet. Und bei OpenAI haben wir tatsächlich eine Token-Alphabetgröße von über 100.000. Okay, also wie macht man das jetzt? Was ist da ein mögliches Standardvorgehen, so ein Token-Alphabet zu entwickeln? Ich lege also meine Größe fest. Sagen wir mal, die gut 100.000 Zeichen will ich zur Verfügung haben. Und dann suche ich mir einen Textkorpus aus, der für das, was ich mit dem Modell machen will, wie ich denke, da, mit so diesen
Das ist relativ typisch für den Anwendungszweck. Also Trainingsdaten, die ich benutze und Queries, die später kommen werden, also die Prompts, die werden ungefähr so aussehen. Also wähle ich einen Textkorpus aus, der möglichst repräsentativ für den späteren Einsatz ist. Und dann gehe ich her und schaue, welche, und wenn ich da jetzt schaue, wie, oder ja, dann gehe ich diesen Textkorpus durch und gucke, welche zwei Zeichen, die ich bisher habe, stehen denn am häufigsten nebeneinander. Und das könnte jetzt zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, was die wahre Antwort ist, aber das könnte zum Beispiel Leerzeichen großes T sein, weil ein englischsprachiger Satz so oft mit the anfängt. Und genau, nehmen wir einfach mal an, das wären tatsächlich die zwei Zeichen, die ich in dem Textkorpus, den ich habe, am häufigsten nebeneinander finden würde. Dann verschmelze ich Leerzeichen großes T zu einem Zeichen, sehe das ab sofort als ein Zeichen an und fahre dann weiter fort und schaue in dem Textkorpus, wo ich jetzt Leerzeichen großes T als ein Zeichen auffasse, welche zwei Zeichen sind denn jetzt am häufigsten direkt nebeneinander zu finden. Und das führe ich dann halt fort, bis ich bei meiner anvisierten Alphabetgröße angekommen bin. Also bei den in dem Fall gut 100.000 Zeichen. OpenAI macht ein paar Angaben zu ihrem Tokenizer. Also für der Textkorpus, auf dem die ihren Tokenizer entwickelt haben, ist überwiegend Englisch. Und für englischen Text gilt durchschnittlich, ein Token hat im Schnitt 4 Zeichen und ist ungefähr 0,75 Wörter lang. Man kann den Tokenizer unabhängig benutzen. Hier haben wir, also ist eigenständig zugänglich über ein Webinterface. Das hier ist jetzt der Tokenizer von OpenAI und da kann ich jetzt einen Satz eintippen wie I'm a text about to be tokenized und kann mir dann unten anschauen, About mit Leerzeichen davor ist zum Beispiel ein einzelnes Token. To und be mit Leerzeichen davor sind einzelne Token. Tokenized wird in zwei Token zerlegt. Das Apostroph mit M ist ein eigenes Token. Also es sind tatsächlich Zeichenketten. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel 10 Token auf 33 Buchstaben. Was man, also in dem Fall kommt es ja mit dem Schnitt hier ungefähr hin, ungefähr 4 Charakter pro Token. Wir sind bei 3,3. Was man hier noch machen kann, ist sich IDs anzuzeigen, also intern sind die dann einfach als Integer gespeichert. Jeder Token hat seine eigene ID. Das wird noch interessant werden, wenn man, wenn man ChatGPT, also wenn man GPT über die API nutzen will und nicht über das Chat-Interface. Genau, also Text in Token zerlegen. Was hier auch ganz kann man ja auch einmal auf Deutsch machen. Ich bin ein Text, der in Token zerlegt werden soll. Genau, und hier sieht man dann auch wieder, dass zerlegt aus zwei Token besteht, dass der mit einem Leerzeichen davor ein eigener Token ist, dass Text mit einem Leerzeichen davor ein eigener Token ist und so weiter. Was, ja, ich jetzt
vergessen habe, vorher aufzumachen, aber was man auch mal zeigen kann, ist, das hier ist ja relativ effizient. Also wir waren jetzt sowohl bei dem englischen als auch bei dem deutschen Text sind wir hier bei etwas über 3 Token. Oder jeder Token ist etwas über 3 Charakter lang. Und genau, wie gesagt, für Englisch sind es 4. Das bedeutet, Deutsch und Englisch waren in dem Datensatz, der benutzt wurde, um den Tokenizer zu entwickeln, waren gut vertreten. Und englische und deutsche Texte können dann halbwegs sinnvoll in Token zerlegt werden, in dem Sinne, dass ein Token nicht nur ein einzelnes Zeichen, sondern häufig ein ganzes Wort repräsentieren kann. Wenn wir jetzt mal hergehen und einfach irgendeine spanische Website aufmachen. Hier. Suchen wir mal. Ich spreche leider selbst kein Spanisch. Und muss jetzt auch noch irgendwelche Cookies akzeptieren. Kann ich die auf... Kann sie nicht mal auf Englisch umstellen, aber dann schauen wir mal. Genau, jetzt haben wir irgendeinen spanischen Text. Dann kopiere ich jetzt mal, ohne zu wissen, was das heißt, spanischen Text in den Tokenizer. Das funktioniert auch noch ganz gut. Also hier ist jetzt auch, sind wir auch bei, dass jeder Token gut 3 Charakter umfasst. Das ist auch noch hilfreich. Also Spanisch scheint auch ganz gut vertreten zu sein. Was ich spaßeshalber mal ausprobiert hatte, irgendwann war Arabisch. Und da hat man dann wirklich Zeichen für Zeichen. Also das scheint, arabische Texte scheinen nicht oder nur in sehr geringem Umfang zu dem Textkorpus gehört zu haben, auf dem der Tokenizer entwickelt wurde. Und da entspricht dann tatsächlich jeder Buchstabe seinem eigenen Token. Genau, also der erste Schritt des LLMs. Wir zerlegen die Zeichensequenz, die wir bekommen, in eine Sequenz von Token. Und präziser gesprochen ist die Aufgabe nicht, das nächste Wort vorherzusagen, sondern das nächste Token vorherzusagen. Also das nächste Zeichen in dem Alphabet, auf dem das LLM eben arbeitet. Word Embedding. Wir übersetzen ein Wort, beziehungsweise im Fall von LLM Token, in einen Vektor. Und das ist ein klassisches Vorgehen in NLP, also Darstellung von Worten als Vektoren, sodass die Semantik dadurch repräsentiert wird, ist ein klassisches NLP-Problem. Die Idee dahinter, die große Motivation, wieso sollte ich das überhaupt tun wollen, ist, dass ich mit Zahlen rechnen kann, während ich es mit Worten nicht kann. Und Computer sind natürlich zum Rechnen da. Die Intuition ist hier, wenn meine Einbettung gelingt, also wenn ich es gefunden, wenn ich es geschafft habe, auf Worten bzw. auf Token eine Einbettung in einen Vektorraum zu entwickeln, sodass tatsächlich Semantik repräsentiert wird, dann kann ich plötzlich
mathematisch, durch mathematische Operationen Dinge über Worte, über Texte herausfinden. Also, dass Worte, die ähnliche Dinge bedeuten, nah beieinander sind, was ich dann zum Beispiel über die euklidische Distanz oder auch durch ein hohes inneres Produkt zwischen diesen beiden Vektoren ausdrücken kann. Ganz lustig, Richtungsvektoren kodieren Äquivalenzen. Also typisches Beispiel, das in dem Zusammenhang eigentlich immer präsentiert wird, ist der Unterschied zwischen Mann und König entspricht dem zwischen Mann und Frau. Wenn ich also den Vektor ausgerechnet habe für König und den Vektor für Mann und den Vektor für Frau, dann kann ich den Differenzvektor zwischen Mann und König berechnen, zu dem Vektor für Frau dazu addieren und werde ungefähr in der Gegend vom Vektorraum landen, wo das Wort Königin hinkodiert wird. Das sowas funktioniert tatsächlich gut, wenn man ein gutes Embedding hat. Genau. Also da kann ich dann plötzlich den Umgang mit Worten und mit Bedeutung auf mathematische Operationen zurückführen. Und wenn ich einzelne Worte einbetten kann, dann kann ich durch Aggregationsoperationen dieser Vektoren auch Bedeutung von Sätzen, Paragraphen und so weiter versuchen auszurechnen. Wie gesagt, das ist ein NLP-Problem, das es schon lange gibt, wo auch nicht unbedingt neuronale Netze für verwendet wurden, sondern wo auch andere statistische Verfahren angewendet wurden, um Verfahren zu entwickeln, wie ich gegeben Worte, die so in einen Vektorraum einbetten kann, dass die Semantik bewahrt wird. Die großen Anbieter von LLMs verwenden dafür neuronale Netze und diese neuronalen Netze für die Word Embeddings zu trainieren, ist eben Teil der Entwicklung der LLMs. Was ganz spannend ist, ist, dass man zum Beispiel bei Google habe ich es noch nicht gesehen, aber zum Beispiel bei OpenAI, wenn man die API benutzt, kann man tatsächlich, ja, Google wird es wahrscheinlich auch anbieten, habe ich einfach nur noch nicht gesehen, aber genau bei OpenAI auf jeden Fall, kann man nicht einfach nur GPT benutzen, sondern kann man auch diese Einbettung als, genau, sind Standalone, kann man eigenständig benutzen. Also wenn man irgendwie solche Word Embeddings braucht, Aufgaben hat, die man schon auf diesen Vektoren lösen kann, kann man damit auch arbeiten. Was ganz interessant ist, ich habe mal ein bisschen gesucht über so zu Word Embedding, NLP. Wenn man da in solche Entwicklerforen reinguckt, sagen die typischerweise, ja, der Vektorraum sollte so Dimensionen 50 bis 100 haben. Bei LLMs sprechen wir hier von deutlich höher dimensionalen Vektorräumen. Also GPT-3 war über 12.000 Dimensionen der Vektorraum, den die verwendet haben. Der Trend ist jetzt wieder zurück zu Vektorräumen etwas geringerer Dimensionen, aber auf jeden Fall extrem hochdimensionale Vektorräume. Also zwischendrin tatsächlich mal bis über 12.000 hoch, zwischen wieder niedriger, aber deutlich höher immer noch als die 50 bis 100. Und die Idee ist, dass je mehr Dimensionen ich habe, auch desto mehr Aspekte eines Worts bzw. eines Tokens gelernt werden können und dann hoffentlich verschiedene Dimensionen, verschiedene Aspekte der Bedeutung kodieren. Gut, also wir zerlegen einen Text in Token. Wir bilden jedes einzelne Token in einen sehr hochdimensionalen Vektorraum ein, was über ein neuronales Netz geschieht, aber dann deterministisch ist. Das heißt, wir haben jetzt eine große Menge von Vektoren.
Jeder repräsentiert sein Eingabetoken und die Position, an dem dieses Eingabetoken vorgab. Und dann passiert jede Menge Magie mit den Attention Heads und Feed-Forward Neural Networks, wo eben im Prinzip die Vektoren lernen, was sie im Kontext der vor ihnen vorkommenden Vektoren bedeuten und was dann nach ihnen höchstwahrscheinlich als nächstes für ein Zeichen folgt. Wie findet dann am Ende das Sampling statt? Also am Ende hat ein LLM pro Eingabetoken einen Vektor der Länge des Token-Alphabets berechnet und die Einträge, die nennt man Lockets. Und die Intuition ist eben, jeder dieser Vektoren repräsentiert, gegeben die Token bis zu ihm, welcher Token folgen kann. Je höher der Eintrag an der Position eines Tokens ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Token als nächstes folgt. Also wenn wir jetzt mal so ein Beispiel angucken, damit man das lesen kann, haben wir jetzt mal ein Token-Alphabet der Größe 5 und nicht 100.000. Dann könnten wir Lockets haben zum Beispiel 3,23 minus 7,1, 5,57, 0,39, 2,4. Genau, und wurde dieser Vektor ausgehend vom 20. Eingabetoken berechnet, bedeutet dies, dass gegeben die ersten 20 Token der Eingabesequenz wahrscheinlich das dritte Token des Alphabets als nächstes folgt. Einfach weil hier der dritte Eintrag am höchsten ist. Und der erste und der fünfte Token, die könnten vielleicht auch folgen. Das zweite mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Das ist ja der geringste Wert. Was passiert dann, wenn ich diese Eingabesequenz habe? Wird das nächste Token auf Grundlage der Lockits des letzten Eingabetokens bestimmt? Und dann das neu bestimmte Token hänge ich dann an die Eingabesequenz dran und sende es die neue Eingabesequenz, die jetzt ein Token länger ist, wieder ans LLM und bestimme wieder den nächsten Token. Aber was ihr natürlich eben gesehen habt, ist, die Werte der Lockits, die müssen nicht zwischen 0 und 1 liegen, die müssen nicht zu 1 summieren. Also das ist noch keine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Was mache ich, damit daraus eine Wahrscheinlichkeitsverteilung wird? Die typischste Operation, die da angewendet wird, ist die sogenannte Softmax-Funktion oder auch normalisierte Exponentialfunktion genannt. Was passiert hier? Wann immer wir einen n-dimensionalen Vektor von reellen Zahlen haben, können wir den Softmax dieses Vektors an der j-ten Stelle bestimmen, indem wir e hoch den j-ten Eintrag berechnen und durch die Summe von e hoch zi eben über alle Einträge berechnen. Also durch das Teilen, durch die Gesamtsumme wird auf 1 normiert. Durch das Exponentieren wird dafür gesorgt, dass der Wert dass der Wert über 0 liegt. Nochmal ein Beispiel, wenn wir uns den Vektor von eben anschauen, und dann die Softmax-Funktion anwenden, dann kriegen wir Einträge 0,08 und so weiter, 2,75 mal 10 hoch minus 6, 0,87, 0,05, 0,37. Und modulo irgendwelcher Rundungsfehler, die ich hier jetzt natürlich eingeführt habe, summiert das dann auch tatsächlich zu 1. Also, und das, jetzt hätten wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und jetzt könnten wir sagen, der mit 87% Wahrscheinlichkeit folgt das dritte Token unseres Alphabets mit ungefähr 8% das erste, mit ungefähr 4% das letzte und ja, zweite und vierte sind extrem unwahrscheinlich.
Genau, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber die Anwendung von Softmax scheint tatsächlich, soweit ich das überblicken kann, der absolute Standard zu sein. Wenn wir jetzt diese Wahrscheinlichkeitsverteilung haben, also wir wissen jetzt, okay, mit 87% Wahrscheinlichkeit ist der nächste Token das dritte Token, aber mit 8% immerhin das erste. Was machen wir denn jetzt? Welches nehmen wir als nächsten Token? Entweder können wir jetzt uns irgendeinen Sampling-Prozess überlegen, der diese berechneten Wahrscheinlichkeiten widerspiegelt. Also, dass wir sagen, wir nehmen irgendeinen Zufallsgenerator, generieren eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 und wenn es kleiner als und summieren dann hier auf, berechnen also die sogenannten kumulativen Wahrscheinlichkeiten, wenn es kleiner als 0,084 ist, dann samplen wir das erste Wort. Wenn es kleiner als 0,084 plus 2,75 mal 10 hoch minus 6 ist, aber größer als 0,48, dann samplen wir das zweite Wort. Wenn es größer als deren Summe ist, aber kleiner als die Summe der ersten drei, dann samplen wir das dritte Wort und so weiter. Und also wenn wir das zum Beispiel so machen, gegeben unser Zufallszahlengenerator funktioniert tatsächlich, wie wir das erwarten, also uniform gleich verteilt über dem Intervall zwischen 0 und 1, dann ziehen wir da tatsächlich mit 87% Wahrscheinlichkeit das dritte Token mit ungefähr 8% Wahrscheinlichkeit das erste Token und so weiter. Also wir könnten einfach hergehen und so samplen. Macht nicht unbedingt so viel Sinn, weil wir mit zwar extrem geringer Wahrscheinlichkeit, aber immerhin einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann auch sehr unwahrscheinliche Worte hin und wieder mal oder sehr unwahrscheinliche Token irgendwann mal samplen können und dann ist die Ausgabe unter Umständen nicht zufriedenstellend. Was man auch machen kann, ist sample immer das wahrscheinlichste Token. In so einem Beispiel würde das unter Umständen noch Sinn ergeben. Der Unterschied zwischen 87% und 8% ist deutlich. Da kann das durchaus sein, dass man sagt, in diesem Fall will ich eigentlich immer das dritte Token ziehen. Aber wenn die Wahrscheinlichkeiten näher beieinander sind, wenn ich sowas wie 45 und 44% Wahrscheinlichkeit habe und die fehlenden 11 verteilen sich halt auf drei Token, dann möchte ich vielleicht doch einen Sampling-Prozess haben, der mal das eine und mal das andere Token nimmt, weil beides sinnvolle Möglichkeiten sind und mein LLM ausdrucksstärker wird, wenn beide Möglichkeiten mal auftreten können. Oder ich mache einfach so Sachen wie, nimm die besten drei und dann nimmst du zufällig gleich verteilt eins davon. Oder genau, also es gibt hier viele Möglichkeiten und das ist tatsächlich was, was ich jetzt präsentiere, weil man, wenn man LLMs über die APIs benutzt und nicht über die Chat-Assistenten, das Sachen sind, die man beeinflussen kann und die dann auch beeinflussen, wie hoch die Qualität ist der Ausgaben. Genau, gehe ich gleich mal noch kurz ein bisschen genauer drauf ein. Ich wollte noch ganz kurz eine Sache zu dem zweistufigen Trainingsprozess sagen, hatte ich ja im Einstieg schon erwähnt, dass es den gibt. Also Pre-Training, wo das Self-Supervised Learning auf Texten aus dem Internet stattfindet, wo also Texte genommen werden, Internet wird gecrawlt, in diesen Texten werden Teile maskiert und das LLM wird darauf trainiert, diese maskierten Teile korrekt vorherzusagen. Self-supervised, also ich brauche nicht menschlich gelabelte Trainingsdaten, sondern eben kann durch Maskierung von Texten
die und auch zufällig automatisierbarer Maskierung von Texten eben Trainingsdaten erstellen, für die ich die korrekte Lösung ja vorliegen habe. Also vergleichsweise billig. Hierbei ist allerdings die Qualitätskontrolle der Daten minimal. Also wenn ich hier Gigabyte über Gigabyte über Gigabyte an Textdaten habe, dann kann kein Mensch die mehr alle durchgehen und auf Qualität kontrollieren. Das würde wieder extrem teuer. Also hier findet typischerweise minimale Qualitätskontrolle statt. Es werden irgendwelche Foren, Zeitungen und so weiter und so fort, solange die Websites zustimmen, gecrawlt und die Texte halt einfach als Trainingsdaten verwendet. Inklusive aller Rechtschreibfehler bis Beleidigungen, die da drin vorkommen. In der Trainingsphase auf diesen Daten findet eigentlich das entscheidende Training statt. Hier lernt das LLM das nächste Zeichen vorherzusagen. Also dieser Trainingsprozess, das ist der, der wirklich lange läuft, wo man die teuren Grafikkarten für braucht, der extrem rechenintensiv ist. Und deswegen wird diese Trainingsphase auch seltener durchgeführt. Also das wird dann im Prinzip für ein LLM einmal gemacht. Und nach diesem Pre-Training habe ich ein LLM mit gewissen Eigenschaften. Und das dauert dann auch mal ein Jahr oder zwei, bis man so einen teuren Trainingsprozess nochmal durchführt. Feintuning findet dann statt durch sogenanntes Reinforcement Learning from Human Feedback. In dieser Phase geht es mehr oder weniger um zwei Dinge. Nämlich einmal wird da trainiert, dass das LLM die Rolle eines Chat-Assistenten einnimmt und zum Zweiten wird versucht zu erreichen, dass das LLM mit unseren Werten übereinstimmt. Das nennt man dann auch Alignment. Also um ein Beispiel zu benutzen, was ich aus einem Video habe, das ich mir mal angeschaut habe, was ich auch gleich in den Quellen noch zeige. Wenn man in der ersten Phase hat das LLM gelernt, das nächste Token vorherzusagen. Wenn ich jetzt etwas sage, wenn ich jetzt dem LLM also als Input so etwas wie einen gebe, einen, genau, einen String als Input gebe, in dem etwas steht wie schreibe ein Gedicht über Blumen, dann kann der ja möglich, also dann hat der höchstwahrscheinlich ja nicht so viele Texte gefunden, wo steht, schreibe ein Gedicht über Blumen und dann folgt ein Gedicht über Blumen, sondern in den Texten, die es gelesen hat, kommt dann vielleicht etwas wie, geben Sie das Gedicht bis zum 1. Mai 2024 um 12 Uhr da und dort ab. Also, genau. Die Texte, aus denen das LLM gelernt hat, das nächste Zeichen vorherzusagen, sind beliebige Texte, sind natürlich Chats, technische Dokumentation, Zeitungsartikel, zur Verfügung gestellte Klausuren, um im Beispiel von eben zu bleiben, was auch immer. Also dieses, was wir vom Umgang mit ChatGPT und Co. kennen, dieses Gefühl, dass da ein Assistent mit dir spricht, das wird in genau dieser Phase trainiert, weil das die Trainingsdaten so erstmal nicht hergeben. Und wie gesagt, in der ersten Phase werden die Daten nicht auf Qualität kontrolliert oder nur minimal auf Qualität kontrolliert. Und das bedeutet, dass da natürlich von Beleidigungen, Anleitung zum Waffenbau, man alles Mögliche reinsteckt und das LLM natürlich auch lernt, so etwas vorherzusagen. Aber hoffentlich niemand gerne will, dass sein LLM
eine entscheidende Rolle beim nächsten Terroranschlag gespielt hat oder so. Also man will hier verhindern, dass das LLM mir auf, wie reiße ich denn die Weltherrschaft an mich, eine Antwort gibt. Also das sind so die zwei Dinge, die dann in der Feintuning-Phase noch dazukommen sollen. Nicht, also ohne zu vergessen, den nächsten Buchstaben vorherzusagen, soll das LLM in dieser Phase dann lernen, in einer Form zu antworten, die dieser Rolle eines Chat-Assistenten entspricht und bestimmte Anfragen einfach nicht zu beantworten, damit es nicht missbraucht werden kann. Diese Phase basiert auf Trainingsdaten von hoher Qualität. Hier werden zum einen interagieren hier Nutzer mit dem LLM und bewerten die Interaktion. Und Interaktionen, die dann in denen das LLM eher der Rolle eines Chat-Assistenten entsprochen hat und eher human geantwortet hat, werden dann besser bewertet und die Gewichte im neuronalen Netz entsprechend angepasst, dass es wahrscheinlicher wird, dass solche Interaktionen stattfinden. Also zum einen tatsächlich Training mit aktiven Nutzern, mit stattfindender Interaktion. Oder auch, dass händisch von Menschen Datensätze entworfen werden, wie eine prototypische gelungene Interaktion aussähe und wie gescheiterte Interaktionen aussähen. Und genau, dass von diesen gelernt wird. Und diese Trainingsphase, die dauert nicht mehr so lang. Die ist also nicht so teuer in Bezug auf die Rechenleistung, die da erbracht werden muss. Das Produzieren der Trainingsdaten ist ja aufwendiger und teurer. Man muss halt die Menschen bezahlen. Aber im Großen und Ganzen, da halt hier viel, viel weniger Rechenleistung gebraucht wird, diese Phase viel, viel kürzer ist, kann die öfter und leichter wiederholt werden und ändern sich Modelle dadurch auch am laufenden Band. Also das ist was, was auf jeden Fall OpenAI häufiger macht und wo dann häufiger plötzlich ein neues Modell im Hintergrund ist. Da ist dann halt nochmal so ein Feintuning-Zyklus gelaufen. Also gerade wenn die dann auch Nachrichten bekommen, wie ihr LLM doch noch zu missbrauchen war, wird halt versucht, Trainingsdaten zu entwerfen, die dafür sorgen, dass so ein Missbrauch nicht mehr möglich ist. Genau, also das findet regelmäßig statt. Da kann sich auch von einer Interaktion zur nächsten eine Woche später das Modell geändert haben, das man da benutzt. Wie interagieren wir mit LLMs? Was wir alle kennen, sind die Chat-Assistenten, ChatGPT und Co. Also für viele gibt es so einen Chat-Assistenten, der eine leichte Interaktion erlaubt. Für Gemini, für GPT, für Claude von Anthropic. Also wo jeder auch ohne jede Kenntnisse von LLMs einfach in das Chatfenster was reinschreiben kann und Antworten bekommt. Das ist total bequem. Aber hier habe ich keine Kontrolle über die Parameter. Und ich habe auch keine Kontrolle über die exakte Prompt. Der im Hintergrund, wenn ich jetzt mit ChatGPT, Gemini und Co. interagiere, wird nie nur meine Prompt an das LLM geschickt, sondern immer eine sogenannte Systemprompt mit, wo dann halt vor meine Prompt ein: Du bist ein menschenfreundlicher Chat-Assistent, der jetzt möglichst hilfreich auf die folgende Prompt antworten soll. Also was die da genau schicken, weiß man natürlich nicht. Aber tatsächlich wird jede Prompt, die wir in so einen Chat-Assistenten reingeben, wird durch so eine sogenannte System-Prompt ergänzt. Und da hat man dann natürlich keine Kontrolle. Genau, man kann sich dann aber auch
direkt an LLMs wenden, entweder indem man die halt runterlädt und auf seinem Computer laufen lässt oder weiterhin übers Internet, aber indem man dann halt eben die API, die so ein dieses LLM zur Verfügung stellt, verwendet. Hier habe ich größere Kontrolle. Manche Parameter kann ich ändern und ich habe auch zumindest größere Kontrolle über die Systemprompt. Also was dann, wenn ich die API von Google oder von OpenAI benutze, habe ich natürlich immer noch keine volle Kontrolle, weiß nicht genau, was da passiert, aber zumindest schon mal mehr Kontrolle. Genau. Und dann auch noch indirekteren Zugriff über Integration in Tools, zum Beispiel in GitHub Copilot, wo ich dann noch weniger Kontrolle, also wo ich das bis zu einem gewissen Grad natürlich auch aktiv steuern kann, aber auch ohne mein Zutun im Hintergrund Teile des Codes eben gerade als Prompt an Copilot geschickt werden, um mir einen nächsten Vorschlag zu machen. Was kann ich denn zum Beispiel kontrollieren? Was sind so Kontrollparameter von LLMs? Ich bin da jetzt einfach mal von Gemini und von GPT die APIs durchgegangen und habe die Möglichkeiten, wie man das Sampling über Parameter steuern kann, mal gesammelt. Also das Sampling in dem Sinne, ich habe jetzt die Logits berechnet und daraus will ich jetzt die Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnen und mit gemäß dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung in irgendeiner Art und Weise samplen, um dann tatsächlich das nächste Token zu bestimmen. Und was kann ich da machen, wenn ich jetzt über die API damit arbeite, um das Ergebnis zu beeinflussen? Was GPT anbietet, ist einen sogenannten Frequency-Penalty. Der Logits von Wörtern, die bereits vorkommen, erhöhen oder senken kann. Also wenn ich den Frequency Penalty erhöhe, dann kriege ich mit immer höherer Wahrscheinlichkeit einen Text, in dem sich Wörter nicht wiederholen, der also abwechslungsreicher klingt. Wenn ich das zu sehr bestrafe, dann wird es aber auch immer unwahrscheinlicher, dass der Text auf irgendwas zurückkommt, was er bereits gesagt hat, und immer wahrscheinlicher, dass er halt irgendwie abdriftet, spinnt, das Thema wechselt. Genau, aber hier Frequency Penalty, da werden also, wenn ich den einstelle, werden die einfach die Logits von Wörtern, die bereits vorkommen, erhöht oder gesenkt. Bei GPT kann ich auch einen sogenannten Logit-Bias einstellen. Das habe ich euch ja eben gezeigt, dass die Token IDs haben und dass ich mir für bestimmt, dass ich mir über den Tokenizer, das Webinterface, auch die IDs von Token gezielt anzeigen lassen kann. Und dann kann ich sagen, der Token mit der folgenden ID soll so und so viel von seinem Logit abgezogen bekommen. Und dann wird halt nach jedem Berechnen von Logits wird der Logit, der Token mit der entsprechenden ID halt eben über den Wert, den ich da ausgewählt habe, erhöht oder gesenkt. Und ich kann also steuern, dass bestimmte Token mit höherer Wahrscheinlichkeit oder mit niedrigerer Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden. Ist zum Beispiel also zum einen interessant, wenn man sich vorstellt, man möchte, man entwickelt zum Beispiel selbst einen Webservice, der GPT über die API anspricht und GPT benutzt, um einen eigenen spezialisierten Chat-Service auf irgendeiner anderen Website zur Verfügung zu stellen. Und ich rechne damit, dass da regelmäßig Kinder mit interagieren und möchte deswegen, dass bestimmte Kraftausdrücke mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einfach nie ausgespuckt werden. Dann kann ich durchgehen und mir mal die Token von Scheiße, Fuck und so fort, die IDs raussuchen und
halt deren Locket-Bias auf die maximal mögliche negative Zahl setzen und dann werden die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie gesampelt. Oder was man da auch, was auch spannend sein kann, aber da schränkt GPT auch die Möglichkeiten ein. Manche Token sind auch Systemtoken, dass man also einen Token dafür hat, hier ist Nachrichtenstopp. Also so hört ein, oder das ist eine Möglichkeit, wie so ein LLM aufhört zu samplen. Das füttert ja im Kreis immer die neu berechnete Eingabe wieder ein. Und eine Möglichkeit, wann es aufhört zu samplen, ist eben, wenn der nächste Token der gesampelt wird, der Token ist, der sagt, jetzt ist die Nachricht zu Ende. Also das ist ein eigener Token. Und da kann ich natürlich, wenn ich möchte, möglichst kurze oder möglichst lange Nachrichten generieren möchte, kann ich natürlich auch so einen Systemtoken mit einem Lock-It-Bias versehen. Aber genau, da schränkt GPT auch ein. Also auf manche dieser Systemtokens darf man auch mit der Lock-It-Bias-Funktion nicht zugreifen. Aber ein paar Möglichkeiten gibt es da. Ausgabelänge, da kann ich, also es gibt sowieso intern eine obere Schranke für die maximal mögliche Länge einer Ausgabe, aber die kann ich auch noch mal niedriger setzen. Das kann ich sowohl in GPT als auch in Gemini. Ein Stop-Token definieren, also wenn der generiert wird, ist Schluss. Ähnlich wie ich das Beispiel eben beim Locket-Bias, wenn ich da denke, wenn ein gewisser Token gesampelt wird, dann wird ein Nutzer jetzt höchstwahrscheinlich missbräuchlich den Chat-Assistenten verwenden. Dann könnte ich sagen, sobald dieser Token kommt, brich ab. So, ein Beispiel, wo sowas nützlich sein kann. Und was jetzt besonders interessant ist, wo wir dann, denke ich, auch in späteren Blättern zukommen werden, ist Temperatur Top P und Top K, weil das auch die typischen Arten und Weisen sind, wie ich anpassen kann, wie gesampelt wird. Bei Temperatur komme ich gleich noch mal ein klein bisschen ausführlicher zu, zeige noch mal eine Formel. Top P bedeutet, dass nur aus den Token gesampelt wird, deren gemeinsame Wahrscheinlichkeit P erreicht, angefangen von den wahrscheinlichsten Token. Das bedeutet, wenn wir hier bei unserem Beispiel sind, wenn ich sage, sample aus den wahrscheinlichsten 80% der Token, wird hergegangen, geschaut, oh, der dritte Token hat schon 87%, das ist größer als 80 und es wird immer der erste Token gesampelt. Wenn ich sage, sample aus den höchsten 96% der Token, dann wird geschaut, okay, der erste 87%, der dritte 87%, der erste 8, der fünfte knapp 4, dann habe ich die 96% überschritten. Also wird aus diesen ersten drei Token gesampelt. Also da kann ich so einen Threshold definieren und kann extrem unwahrscheinliche Token ausschließen. Und das ist gerade interessant, um solche Fälle abzudecken, wie ich eben genannt habe. Wenn ich zum Beispiel den Threshold auf 80 setze, also wenn ich Top P auf 80 setze, dann hätte ich in so einem Fall, wo eben ein Token die Wahrscheinlichkeit 87% hat und das nächste nur 8,5. Dann würde immer dieses extrem wahrscheinliche Token gesampelt, was ja höchstwahrscheinlich ein Verhalten ist, was ich haben will. Aber wenn ich einen Token bei 43
und einen bei 37% hätte, die viel näher beieinander liegen. Und dann kommt halt Kleckerkram. Und ich setze Top Pi auf 80%. Dann würde zwischen diesen beiden wahrscheinlichsten Token gesampelt und die anderen ignoriert. Und das ist ja höchstwahrscheinlich was, was ich auch haben will, wenn die viel näher beieinander liegen. Dann soll es zumindest die Möglichkeit geben, dass auch mal das etwas weniger Wahrscheinliche gesampelt wird, weil es, wenn es so eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, höchstwahrscheinlich immer noch eine sinnvolle Lösung ist und ich eine höhere, also dass einfach die Ergebnisse abwechslungsreicher werden, mein LLM eine höhere Ausdrucksmächtigkeit hat, wenn ich da erlaube, auch mal das ein klein bisschen weniger wahrscheinliche Token zu samplen. Also Top Pi, ich setze einen Schwellenwert fest, bis zu dem Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt werden. Top K, das erlaubt jetzt Gemini einzustellen, GPT nicht. Da stelle ich nicht so einen Threshold auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit fest, sondern eine Anzahl. Und es werden einfach die K-Token mit den höchsten Logits beachtet. Genau, also da könnte ich sagen, Sample immer nur unter den besten, den wahrscheinlichsten drei Token. Was passiert bei der Temperatur? Bei der Temperatur geht es darum, die Berechnung von Softmax ein bisschen anzupassen, um die Wahrscheinlichkeiten etwas gleichmäßiger oder ungleichmäßiger verteilen zu können. Ich weiß nicht exakt, wie GPT das implementiert, weil die den Parameter t einschränken und das könnte sein, dass dann intern dann noch eine etwas andere Skalierung benutzt wird, als ich jetzt hier zeige. Aber ganz typischerweise bedeutet die Temperatur, dass ich einen zusätzlichen Parameter t größer 0 habe und dann beim Softmax einfach die verschiedenen Einträge zi erstmal durch das t teile. Das hat den Effekt, dass wenn ich t kleiner 1 wähle, die Wahrscheinlichkeiten extremer verteilt werden und wenn ich t größer 1 wähle, die Wahrscheinlichkeiten etwas gleichmäßiger verteilt werden, als es die Logits widerspiegeln, wenn ich Softmax normal benutze. Also hier auch nochmal eine Beispieltabelle, die das zeigt. In der ersten Spalte unser Beispielvektor, den wir jetzt schon öfter hatten, und in der dritten Spalte die normale Anwendung von Softmax, was t gleich 1 entspricht, wo wir eben jetzt immer gekürzt auf zwei Stellen die Wahrscheinlichkeiten 0,87, 0,8, Wahrscheinlichkeit 8%, 87%, 4% hatten und das 1% fehlt dann halt wegen Rundungsfehlern. Wenn ich die Temperatur jetzt auf 0,01 setze, habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 1 für den dritten Eintrag und 0 für die anderen. Wenn ich die Temperatur auf 5 setze, hat der dritte Eintrag nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 39% und der erste schon eine von 24. Also ich verteile das gleichmäßiger. Und genau, das ist also auch eine typische Möglichkeit, beim Benutzen eines LLMs über die API Einfluss darauf zu nehmen, wie jetzt die wahrscheinlich, also wie gesampelt wird. Und wo wir dann auch schauen wollen, also bei GPT muss man für den API-Zugriff zahlen. Stand jetzt kann man Gemini noch über die API benutzen, ohne kostenlos zu zahlen. Man hat dann halt Schranken für die Anzahl an Token, die man pro Minute senden darf. Aber das ist eigentlich auch halbwegs großzügig.
Und wenn das so bleibt, wollen wir dann auf fortgeschritteneren Zetteln das auch gerne mal ausprobieren, dass ihr dann hier euch auch Gedanken macht, wenn ich meine Anfrage schicke, macht es vielleicht Sinn, die Temperatur zu erhöhen oder zu senken? Macht es vielleicht Sinn, Top-P irgendwie ein bisschen einzustellen? Macht es vielleicht Sinn, ja, wobei das Gemini nicht liefert, irgendwelche Token auszuschließen oder besonders zu bevorzugen? Genau, also als Quellen habe ich euch hier einmal das Paper zu der Transformer-Architektur, Attention is All You Need, extrem viel zitiertes Paper, genau mitgebracht. Lässt sich aber ohne Vorkenntnisse zu neuronalen Netzen eigentlich kaum lesen, dieses Paper. Was ich super cool fand, sind Videoerklärungen. Zum einen Grant Sanderson, Three Blue, One Brown. Weiß nicht, ob ihr den Kanal kennt. Super empfehlenswerter YouTube-Kanal, der verschiedensten mathematischen und zum Teil auch Phänomene aus der Informatik erklärt und mit extrem coolen Visualisierungen arbeitet. Und der hat eine Videoserie zu Deep Learning, wo vor kurzem, also die ist schon Jahre alt, aber vor kurzem kamen zwei Videos zu LLMs. Weitere sind geplant. Ich weiß nicht, ob inzwischen vielleicht auch das dritte online ist. Und die neuen Videos beginnen damit, dass LLMs und die Transformer-Architektur erklärt werden. Und auf jeden Fall da, wo ich mich auskenne, ist das immer ja, sehr, sehr korrekt, sehr genau und trotzdem absolut zugänglich und sehr hilfreich visualisiert. Also richtig cooler YouTube-Kanal, richtig coole Videos, die man sich mal anschauen kann, um zumindest so einen ungefähren Einblick, ein ungefähres Gefühl dafür zu bekommen, was passiert da bei einem LLM im Inneren. Und dann von Andrew Capathy, der war einer der Gründer von OpenAI, war dann bei Tesla der Entwicklungschef für alles, was die mit künstlicher Intelligenz tun wollten, war dann wieder bei OpenAI, macht inzwischen irgendwas Eigenes, aber also ist und hat bei einem der bekanntesten Professoren für künstliche Intelligenz promoviert. Also der Mann kennt sich damit wirklich ziemlich gut aus und der hat ein allgemeinverständliches Erklärungsvideo zu LLMs, das ich ziemlich cool fand. Eine Videoerklärung zum Bau eines Tokenizers, die ich mir jetzt noch nicht angeschaut habe, und Videoerklärungen zu Bau und Training von LLMs, wo er das dann wirklich mal im Code vormacht an kleinen, also ist er natürlich kleiner, aber die Prinzipien erklärt er, da habe ich zum Teil reingeschaut. Also das sind richtig coole Videos, wo man sich abends statt der Serie auch mal da gut hinsetzen kann. Und auf eine sehr angenehme Art und Weise einfach einen Einblick da rein bekommt, der für das, was wir in der Veranstaltung hier machen, auf jeden Fall völlig ausreicht. Gut, jetzt ist das Video deutlich länger geworden, als ich gedacht hatte. Ich hoffe, es macht euch dann trotzdem Spaß, bringt euch was, euch das angeschaut zu haben. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch in einer der nächsten Wochen dann mal in Präsenz treffen für die Veranstaltung.